Boobs, zu Deutsch Brüste von Lord Provost, ist ein Stück Architektur, das nicht als Objekt, als Körper in der Landschaft aufzufassen ist, sondern umgekehrt. Es inszeniert die Landschaft als Körper. Die Körperform, um die es hier geht, ist unverkennbar weiblich. Zwei nackte weibliche Brüste ragen als grasbedeckte Hügel aus der Erde heraus, geschmückt von Brustwarzen aus rosafarbenem oder rotem Glas. Eine der Brüste ist begehbar, als eine Höhle, als ein Raum zum Schlafen und Verweilen. Und durch den Lichteinfall über die Brustwarzen wird dieser Raum, die Höhle, in rötliches Licht getaucht, wohl als eine Anspielung auf die Lichtverhältnisse, wie sie sich auch für den Fötus im Mutterleib darstellen. Die andere Brust ist ein Springbrunnen. Aus ihr fließt ein Wasserstrahl im hohen Bogen in einen daran angrenzenden Teich. In der Corona-Zeit wird man beim Anblick nackter Brüste vermutlich nicht primär an heidnische Göttinnen, also nicht an Venus oder Diana denken, auch nicht an die Sphinx, die Ödipus ihre Brüste kämpferisch entgegenstreckt, sondern an unbezahlte Carework der Mütter, deren Situation sich in der Pandemie weltweit verschärft hat. Auch die begehbare Höhle scheint die pandemische Situation eingesperrt zu sein, sich im vermeintlichen Schutzbereich des Privaten zu verkriechen und dort ausharren zu müssen, auf beklemmende Weise zur Darstellung zu bringen. Doch Fragen der Gleichberechtigung oder der Geschlechterdifferenz werden hier nicht explizit aufgeworfen. Boobs gibt kein plakatives politisches Statement ab. Der Blick scheint auf etwas viel Grundsätzlicheres gerichtet zu sein. Er gilt der Conditio humana als solcher. Und diese, scheint uns die Komposition sagen zu wollen, ist durch und durch von der Mutter her zu denken. Das mütterliche Prinzip wird hier als vergessene und verdrängte, aber doch stets in allem präsente Grundlage des individuellen und kollektiven Lebens in Erinnerung gerufen. Die Brustlandschaft spielt ganz offensichtlich mit der Metapher Mutter Erde. Der Springbrunnen, Symbol für das Stillen, steht für das mütterliche Prinzip des Nährens und der Fürsorge. Schon Platon hat darin eine ganz wesentliche Dimension der Erziehung gesehen. So handelt das siebte Buch der Nomoi von Trophae kai Paideia, von Nahrung und Training. Das Verb Tryphäen steht für das Ernähren und sonstige Versorgen heranwachsender Kinder oder junger Tiere und Paideia ist mit der sittlichen Bildung, mit dem Fitmachen für das Leben in der Gesellschaft verbunden. Platon verbindet damit die Vaterfigur, während die Mutter ganz und gar Nahrung ist. Nicht so bei Provost. Wie sie in einem Interview im Januar anlässlich der Ausstellung Mother im Louisiana Museum of Modern Art, Dänemark, erläuterte, ist die Mutter nicht nur Nahrung, sondern zugleich Medium der Übertragung von Wissen, von Erinnerungen und Erfahrungswissen, von Werten, normativen Einstellungen und so weiter, denen das Kind mit allen Sinnen ausgeliefert ist und gegen deren bedingungslose Autorität es sich mit allen Mitteln und teils erfolgreich wehrt. Dessen Heranwachsen in die Welt der Natur und Kultur ist von verhaltenssteuernden Eingriffen und Wegweisungen der Mutter durch und durch geprägt. Davon werden auch seine künftigen Sozialisierungsprozesse abhängig sein. Symbolisiert also der Teich und die nährende Brust das Leben und die Trophäe, so mutet die Höhle als derjenige Ort an, an dem die Macht fremder und eigener Erinnerungen und Verhaltensdeterminationen über uns waltet. Angesichts dieses Raums, Provost nennt ihn Burrow, könnte man an eine der Bestimmungen des Ich aus Hegels Anthropologie denken. Aus demjenigen Teil von Hegels System, wo der Mensch als ein Zwitterwesen zwischen Natur und Geist samt seinen vorbewussten Vollzügen zum Thema gemacht wird. Jedes Individuum, heißt es dort, ist ein unendlicher Reichtum von Empfindungsbestimmungen, Vorstellungen, Kenntnissen, Gedanken und so fort. Aber ich bin darum doch ein ganz einfaches, ein bestimmungsloser Schacht, in welchem alles dieses aufbewahrt ist, ohne zu existieren. Auch Provosts begehbare Erdhöhle scheint ein solcher Schacht zu sein, in dem Objekte aufbewahrt werden, ohne zu existieren. Als Erinnerungsbilder und Objekte, als kollektive, über die Mutter vermittelte Normen, die individuell wirksam sind und in die gesellschaftliche Reproduktion eingebracht werden. Um dem Rätsel der Conditio Humana also auf die Spur zu kommen, schickt Lord Provost die Menschen nicht ans Licht,
contra Platon und die Philosophie, sondern in die Höhle zurück, wo die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit gerade verschwimmen sollen. Sie schickt uns in die Höhle, wo die verschütteten Grundlagen des individuellen und kollektiven Lebens über Träume, sinnliche Wahrnehmung und Gefühle wieder erfahrbar gemacht werden sollen.